Hallo und willkommen zurück bei XCOM War of the Chosen mit Covert Infiltration. Nach dieser letzten, naja, semi-optimalen letzten Mission, also die erste Mission, die wir gemacht haben, semi-optimal, gleich schon Ranger verloren. Kein guter Start. Gucken wir erstmal, was jetzt noch passiert. Rekruten ist schon mal gut. Erfolg, okay, das ist auch gut. Hallo Schuppenweste, verbesserte Sturmgewehr, ja, ja. Natürlich will ich das. Natürlich will ich das. Ah, super, Korea Taktikschule. Wunderbar. Und da müssen wir als erstes mal aktiv werden. Und zwar... So, genau. Der hat zwei Trainingslots und... Man kann natürlich auch Rookies to Squadies trainieren, das geht natürlich. Aber hier steht, es hat einen Max Training Rank Value. Das heißt, ich kann Squadie auch ins Höher machen. Ich weiß gar nicht, wie hoch das Limit ist. Und genau, für MO Rindstecke, also ein Soldat MO Rindstecke ist ein Rang, bis zum Max-Rang, was das Ding kann. Und das kann ich auch ausbauen. Und was es weiterhin gibt, sind die Kampftaktik natürlich. So, wir brauchen aber noch was. Psionic Ranger und Psionic, das wäre ganz wichtig. Ja, nur noch drei. Okay. Sven, du bist doch ein geborener Ranger, oder? Oh, wir müssen mal auf die Stats gucken. Haha. Aber das soll mal warte bis mal. Na komm. Eva hat 12 Mobilität. Ja, das wären wir ein guter Ranger, oder? Ja, das ist nicht so hoch. Adolf vor 6. Gesundheit, 12 Mobilität. Allerdings, er wird auch ein guter Ranger abgeben. Hier, 65. Die Leute wohl gar nicht mehr überzeugen. Ja, okay. Ich weiß nur nicht, ob mir ein paar warme Mahlzeiten und ein Heilmittel gegen Erkältung einen Chip so, in meinem Kopf. Du wirst. Vielleicht nicht. Ja, du wirst ein Ranger. Den Alten und Schwachen. Die Aliens bieten ihnen etwas, was wir nicht so, haben. So, soll mal gerade noch jemand drin stecken. Wir können das eigentlich tun, weil wir können auch gleich die Rekrute, die neue. Das wäre eventuell gar nicht schlecht. Das wäre gar nicht schlecht. Das machen wir auch. Und zwar, Eva. Wieso eigentlich nicht? Und zwar, du wirst ein Psionic. Das ist auch eine Standalone-Klasse. Das ist ganz einfach der Standard-Psionic-Soldat von XCOM, nur halt als eigene Klasse, denn du halt auflevelst, während du Missionen machst. So, im normalen XCOM musst du dir das erste Psyle bauen und genau, dann irgendeine, wenn du das hast, Soldat drin mache und pro Runde im Psyle hat er neue Fähigkeit kriegt. Und so nimmst du halt die einfach mit und duschst es so mit XP hoch befördere. Der Raffi und der Carsten, wunderbar. Das sind Rekrute, das ist alles okay. Ingenieur, natürlich. Berechnet neuen Kurs. Müssen wir aufpassen. Kohle mit 30. Das FL ist nebenbei das Force Level. Ach Gott, jetzt schon 2. Force Level ist einfach die Stärke von der Computergegner. New Covert Action, Rescue Scientist. Ja, und das ist wieder was Neues. Es gibt sogenannte Activity Chains. Das heißt, wenn man dann eine Scientist wolle, dann ist nicht eine Mission nötig, hier sind zwei nötig. Zuerst eine Covert Action, also wie gehabt, 2 Soldaten tun irgendwas erforschen. Gibt momentan, ja okay, wir kriegen +9 ausweichen. Aber das eigentliche, was man kriegt, mir schaltet die nächste Mission frei. Das ist diese Infiltrationsmission. Und wenn man die erfolgreich hat, kriegt man da Scientist. So funktioniere größere Belohnungen und auch wenn man Dark Events countert. Genau. Und das machen wir natürlich. Mir könnte noch 2 Tage warten, aber jetzt machen wir direkt. Nee, jetzt wäre bestimmt nicht. Ausweichen. Komm, egal.
Oh, Raffi, was hast denn du? Comeback Kit. This unit can make it count when everything's looking bleak. The unit gets increased aim to the next attack if they either been shot in the previous turn or missed. Keine Ahnung. Es ist seltsam. Es ist sehr seltsam. Und der Carsten hat Hunter of Max. Ja, bis jetzt immer Glück, mir nur positive Eigenschaften. Tja, Raffi, tu das. Und ich brauche Soldaten. Carsten, go. Soldat verwundet. Ne, die 25 Vorräte sparen wir uns. Passt. Go. Wir beginnen sofort mit der verdeckten Aktion, Kommandant. Hier haben wir momentan 3 Stück am Laufen. Das langt sie erstmal. Wir müssen noch handlungsfähig sein. Und eine ist jetzt rum. Eine Covert Action. Und hier steht schon Fatigue, also Erschöpfung aus der Covert Actions. Ich hatte es schon erwähnt. Und zwar, die verlieren Willpower. Und wäre halt müde. Und da muss man so erholen lassen. Und es stimmt schon, es ist leicht, hier irgendwelche Rewards, also Belohnungen zu bekommen. Aber man darf es nicht übertreiben. Und wir haben Fraktionsheld. Wunderbar. Und 2 Beförderungen. Noch wunderbarer. Sie wissen, wie die Advent-Soldaten. Ich hätte lieber Schnitter gehabt, aber ich habe nichts gegeben. So, und dann nehme ich auch. So. Ja. Okay, Sina. Du wirst ein Assault. Atran und Gun. Ach genau. Assault, der hat einen Arc Thrower. Also kann man Leute damit betäuben. Unter Umständen. Wenn man trifft. Okay. Und jetzt hast du wenigstens 4 Gesundheit. Das ist nicht mal ganz so schlecht. Na, 3 ist schon übel. So, Jasmin. Du bist. Oh, noch ein Psionik. Das ist gut. Das ist gut. So, und ein Scharmützler. Leider nicht. Als Beförderung, aber das ist okay. Wunderbar. Wunderbar. Verbesserte Sturmgewehre. Kickt das noch hin? Die Ergebnisse, ja, unseres geil. Sind ziemlich, okay, das bringt uns auf jeden Fall was. Um den Zweck des Chips herauszufinden, den Biotechnologie, ja klar. Wir die entsprechende Forschung so schnell wie möglich durchführen. Ich werde es zu unserer höchsten Cobalt Ops, es gibt was Neues. Wir gucken, ob mir an 12 verfügbar, mir könnte. Fraktion, ne, können wir noch nicht machen. Alien Corpses. Ach genau. Was fies ist bei dem Mod, die Waffe funktioniere so wie im Original XCOM, also XCOM Enemy Unknown. Es gilt nicht mehr für die gesamte Mannschaft, die muss man einzeln kaufen für jeder. Das heißt, wir kommen neu auf jeden Fall in die Situation, wo wir nicht genug Materialien haben, um einfach uns gut auszustatten. Das ist noch nicht immer die Vorräte, wo wir haben, das ist nicht das Problem. Sondern hier teilweise die Elderium-Kerne oder die Leiche, wo wir haben. Das ist teilweise manchmal das Problem. Insofern, aber sehen wir, hier haben wir einen Hinterhalt, wo passieren kann. Möchte ich jetzt eventuell noch nicht. Wir gucken, was wir noch an Fähigkeitspunkte. Sind wir da wieder mal so durchkommen, das ist auch gar nicht schlecht. Kameradschaft formen. Ja, da will ich mein Team jetzt nicht hinschicken. Forschungsdurchbruch, ne, Labor ist uninteressant. Neben Wissenschaftler ist momentan auch nichts in Beförderung. Stimmt, genau das könnten wir noch machen. Ich glaube, das nehmen wir auch. Das nehmen wir auch. Wenn du könnte man befördern. Zwar sollen wir direkt uns auch schon Mützler befördern. Das wäre auch geil, oder? Das wäre geil. Ich glaube, das machen wir auch. Jetzt mal ganz frech. So, und dann unser Sven. Gucken wir mal, was wir auf der Klasse kriegen. Ich bräuchte allerdings noch einen Spezialist. Wir brauchen noch so viel. Wir kriegen auch noch Soldaten. Ich weiß nicht.
Das haben wir irgendwann mitschicken, wo schon einen Rang hat. Was könnte man dann? Was haben wir dann doppelt momentan? Nee, nichts. Okay. Okay, Sven, dann bist du's. Das muss wohl sein. 9 Tage, okay. Hochsalat, ja, ist egal. Die Beförderung, die wird uns auf jeden Fall helfen. Meine Anhänger, wir haben die Unterstützung durch. Das soll jetzt auch schon mal reichen. Bam! Ranger. Oh, und noch ein Psy. Sehr schön. Commander, ich finde es gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren. Oh, okay. Aber sorry. Ingenieure zugewiesen. Sorry. Sie können bei Bau haben. Was können wir hier machen? Bau. Oder eine Einrichtung besetzen. Mir baue sie erstmal nicht. Mir räume hier mal weiter aus, weil das nächste, was ich brauche, will, ist auf jeden Fall die Krankenstation. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Da mal ein bisschen gepennt. Wann müsste auch die Retaliation-Mission kommen? Ah ja. So, genau. Das schieben wir gerade mal schnell dazwischen, würde ich sagen. Oder? Gemeinsam. Ah ja, genau. Das stimmt. Genau, genau, genau. Wir haben 2 Beförderungen. Das machen wir auch mal. So. Eddie, Birgit, wo sind wir? Ladies first. Birgit wird Gunner, okay. Könnt ihr neuer Schritter? Dann wäre es sinnvoll. Eddie, was wirst du? Ach, Sharpshooter, okay. Okay. Ja, brauchen wir. Auch immer. Okay. Die Advent-Offiziere wurden eindeutig Krankenstation, ja. Modulare Sturmgewehre. Der Chip ist der Schlüssel. Boah. Wessen soll man das machen? Das dauert zu lang. Hm. Das dauert einiges freischalten. Experimentelle Waffe bringt uns momentan nichts, weil wir haben okay Testbereich. Also können wir das hinten anschieben. Also da kann man, kriegt man zwar potenziell, also ne, man kann Sache entwickeln, aber eher schon mal Testbereich. Insofern, was machen wir dann da? Es lohnt sich das 5 Tage. Auf lange Sicht ja. Auf lange Sicht, ja. Das ist in der Tat eine wichtige Aufgabe, Commander. Nach der letzten verdeckten Aktion sind einige unserer Leute ein wenig mitgenommen, aber wenn wir ihnen Zeit zur Erholung geben, okay, wird das schon wieder. Jetzt sehen wir schon, ja, der Raffi ist jetzt verwundet. Durch die, das war ja angekündigt. Und hier haben wir jetzt die nächste Mission angelockt, also freigeschaltet. Und wir gucken uns jetzt erstmal die Rekrute an. Und das ist jetzt direkt schon die nächste. Befreie VIP. So, aber zuerst 10 Tage, das geht noch. Grenadier, wunderbar. Wunderbar. Mit Explosionen macht man nie was falsch. Carsten, du wirst... Sind zwar stark, ach, Ranger, wunderbar. Herrlich, herrlich. Herrlich. So, jetzt haben wir hier eine neue Covert Op. Und zwar 2 von 2. Das heißt, mir wäre auch irgendwann mal in Situation komme, wo du einfach, du hast zwar so Covert Action gestartet, aber wenn die Infiltration dran ist, hast du einfach keine Zeit oder keine Leute. Das ist... Ist mir oft passiert beim Testspiel. Allerdings könnte man noch 2 da Zeit lassen. Aber wir haben momentan die Leute. Insofern, go. Leaked Operation. Squad does not start with concealment. Och, das ist übel. Okay, Infiltrationsmission ist, warte mal, mir steht noch was ich nicht weiß. Genau, ich muss eigentlich alles aus... wusste und die braucht dann halt eine Zeit, bis die Mission startet.
Instead choose lighter armor and smaller weapons to minimize the duration. Also wenn ich viel Material mitnehme, dauert es länger. Adding additional soldiers into the two optional slots will incur major penalties. Okay, da hast du halt Nachteile, wenn du halt das über ja, mit einem Mehlleit mitnimmst, aber das geht eigentlich. Ja, so, wir kommen später auch dazu. Da sehen wir schon, 4 ist Standard. Was müssen wir machen? Befreie VIP aus Adventfahrzeug. Okay, wir brauchen, ich nehme da Andreas mit, weil der ist ein Shinobi. Der ist nämlich am Anfang, hat er Concealment, der ist fast Phantom. Quasi, da die Fähigkeit. Also haben wir doch Concealment. Wir nehmen, das Problem ist, der Templar würde ich jetzt gerne bis zur nächsten Mission warten. Den brauchen wir auf, unbedingt. Es kommt nämlich bei der Retaliation und da ist ja Pflicht. Wir nehmen Grenadier, da macht man nichts falsch. Alex kommt mit, der ist Spezialist. Das ist auf jeden Fall gut. Psionik, Eva, du kommst auch mit. Das sind ja jetzt, das dauert jetzt 4, da wäre die weg. Aber das ist mir ein bisschen zu kritisch. Ganna könnte man mitnehmen. Nina. Dass solche Sharpshooter mitnehmen. Nee, Ganna. Nina, komm du mit. So, hier sehen wir jetzt schon Overload Penalty. Es dauert einen Tag länger und ich kann nur bis 200% überinfiltrieren. Da kommen wir später noch dazu, was das bedeutet. Aber egal, mit 5 Leuten sollte es funktionieren. So, du kannst. Kann ich dir irgendwas mitgeben? Wem soll man das mitgeben soll? Ich glaube, das ist erstmal okay so. Was wir machen können, du nimmst schon Medikit mit. Das wäre nicht schlecht. Psionik, wunderbar. Okay, go. Meine Leute werden diese Aktion so siegreich durchführen. Wir warten. Genau, das habe ich befürchtet. Eine Retaliation, also Vergeltungsschlag. Kennen wir ja, die greifen so Versteck an und da müssen wir hin. Und zwar, das ist die Mission, wo man zuerst mal auf die Chosen trifft. Und die Schwäche von dem Chosen, wo du sie erst kriegst, ist quasi die erste Fraktionsklasse, wo du hast. In unserem Falle halt hier der Templar. Und deshalb wollte ich den nur unbedingt dabei haben. Also, Templar. Akimbo, ja, ein Technical, weil die sind ein Team. Eddie, das ist dein Einsatz. Eddie, wo bist du? Ja, 10 Defense und Cover, das war Scharfschütze, gar nicht schlecht. Ranger, auch gut. Hunter of Max, gut, brauchen wir momentan noch nicht. Und Assault, Run and Gun, Unterstützungsfeuer. Psionic, haben wir Psionic dabei? Templar, Akimbo. Ja, das ist gut, das ist gut. Ranger. Du kriegst eine Magazinerweiterung, weil der oft schießen kann. Eddie, du könntest eventuell Automatiklader gebrauchen. Ja, das gar nicht mal so schlecht war, Scharfschütze. Okay. Go. So, los geht's. Was ist denn für eine Mission? Ah, okay. Alles klar. Das ist die neue. Es sich eine Gruppe von Widerstandssoldaten. Begeben Sie sich dorthin und helfen Sie ihnen, die Alien-Truppen abzuwehren. Wir sind nicht concealed. Das ist der Hage. Okay. Zonewall ist hier. Die Augen sehen nicht schon die erste. Dann müssen wir da oben hin. Jasmin, geh du mal nach vorne.
Almost there. Was bist du? Ah. Die harte Ware. Ich würde sagen, wir geben wir alle gerade auf Wurf. Das ist, denke ich, nicht unsinnvoll. We gotta plan this and plan it very carefully. Ja, genau. Das müssen wir careful planen. Yeah. Ja, die sehe ich mal oben hin und du. Das soll sehr schmal ausreichen. So, und wer noch Overwatch machen kann, macht das. Wenn der Hammer dann. Och nö. Och nö. Och nö, nicht der. Chance auf Erwiderung des Feuers bei Fehlschüssen und Schattenschritt. Okay, kein Overwatch. Explosione und Templer. Ja, okay, das ist okay. Oh, der ist so nervig. Oh, der ist so nervig. Commander, ein Auserwählter und Templer ist hier. Und ja, Explosionen, wir haben was dabei. Die gesamte Operation in Gefahr gerät. Hat du uns schon gesehen? Ein Sektoid. Das ist gar nicht gut. Tut was, haut sie. Tut ihnen weh. Eddie, du kannst hier jetzt erstmal gar nichts ausrichten, sprich, geh sie erstmal hier hin. Ah, hier haben wir. Nee, Moment, kannst du irgendwas machen? Und du musst weiter nach vorne, ansonsten haben wir doch gar keine Chance. Hier hätten wir was zu sehen. Wer ist denn mein. Wo ist denn mein Ranger? Jawohl. Good day. Die Menschheit wird für jedes gefallene Kind der Welt essen. Mit Blut wir bräuchten unter Umständen. Könnt ihr gar nichts machen. Oh ja, guck mal hier. Das wird zwar jetzt nicht die super Chance sind. Wir gucken einfach mal. 50 kann schon Hage. Aber wir haben hier noch eine Spezialbehandlung verdient. Wir brauchen nur Line of Sight. Dann. Keine Marketdeckung. Boah. Will ich das? Warte mal, wir gucken mal. So, du kannst halt hier stehen bleiben. Du mal hier in Deckung. Mach hier mal Feuerschutz. Das ist, denke ich, okay. Boah. Ich will jetzt nichts Neues triggere. Das. Oh, guck mal. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Oh. Bonnie, super. Super. Absolutely. Oh. Nö. Nö. Och, nicht ihr. I think you're gonna need that. Ah, schade. Okay, 9%, das will ich doch machen. Die Jungs, das sind Pathfinder. Die sind furchtbar. Ja, Sabotage-Weapon kann ich bei meinem Templar gerne machen. Das ist mir völlig egal. Die Dinger sind übel. Und die machen zwar nicht viel Schade, haben aber eine Mobilität. Und die ist Wahnsinn. Ist dann halt logischerweise auch ein Mod. Ja. Ronny, wenn du noch ein bisschen näher rangehst, triffst du eventuell noch besser. 60% probieren wir mal. Ja. Okay.
Der ist quasi schon tot. Eddie. Boah, du hast wirklich kein guter Platz hier, Eddie. Kann man hier was machen? Ja, da würde mal Fokus kriegen, aber dann kriege ich auch so klein. Das ist das Problem. Ich gehe mal hier hin, einfach nur um Sicht zu sein, ob wir was anderes sehen. Nee. Ja, wenn du das machen könntest, aber das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Ich glaube, da machen wir lieber was anderes. Also den kriegen wir auf jeden Fall klein. So, du kannst noch Steady Weapon machen, das tut uns nämlich auf unser nächster Schuss plus 20 Aim geben. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich glaube, ich würde hier sogar zu dem hier tendieren. Allein, dass der Fokus kriegt. He's dead. Meine Macht ist mit diesen niederen Lebensformen nicht zu vergleichen. So, eventuell gehst du hin. Ich will nicht, dass mein Templar Gedanke kontrolliert wird. Nicole, du gehst hier hin. Oh ja. Oh ja, komm mal. Bist du irgendeiner von der Resistance? Nö. Aber der Sektoid steht neben dran. Ajo, super. Und Carsten, du gehst hier hin und falls ihr einmal hochkommt. Oh, der haut ab, das ist gut. Jenseits Zombies, unglaublich. Ja, nur einer, das ist okay. Keiner ist noch besser. Ja, aber bitte nicht The Kill klaue. Ey, Killstealer! Was soll das? Killstealer. Auf die Warlock-Kinder schieße. Da hab ich nichts dagegen. Wir haben doch hier noch ein Sektoid, oder? Unsere Sensoren erfassen feindliche Truppen, die sich schnell nähern. Wir müssen schnell handeln, bevor die Aliens diese Menschen abschlachten. Wow. Sie werden ein passendes Opfer für die Ältesten abgeben. What the frick? Achso, Moment. Hilfe. heute mal hier nicht noch ein... Ein Sektoid. Tubular. Nee, der ist schon tot. Okay. Okay, dann müssen wir auch Land gewinnen. Eddie, nach vorne. Ist der wirklich weg? Der ist wirklich schon gekillt. Ja, doch, der Leiche. Okay, alles gut. Nehmen Sie hier ein bisschen Druck machen. Position noted. Got it covered. Hey, you don't want the right man for this job. Wir durchqueren Raum und Zeit um den Der Olga hat zwar super Platz für der Eddie gewinnen, aber er ist zu weit weg. Übel. Wrattisch. Ausradiert. Commander, Advent, denkt nicht an Rückzug. Ihre Einheiten im Einsatzgebiet ignorieren unsere Truppen, um gezielt Zivilisten anzugreifen. Schalten Sie diese Schweine aus. Ihr Schicksal ist dasselbe wie das aller, die sich den Ältesten widersetzen. So. Wow. Ein Critical Damage. Hier müssen wir wirklich sehr schon ein bisschen Land gewinnen.
Ja. Das Urteil der Ältesten wird sie bald einholen. Ich muss hier viel näher ran. Not a problem. Jasmin, geh du mal hier hin. Kann man schon was tun? Nö, kann man nicht. Ja. Eddie hierhin und nachlade wäre dann vielleicht nicht. Ne, du kannst so nachladen, dann würde ich sagen. Boah. Got it. Weiter nach vorne. Viel weiter nach vorne. Du machst zur Sicherheit haben wir mal Feuerschutz, mag kann ich wissen. Genau. Genau deshalb. Wir hatten bereits Gerüchte über Gestaltwandler gehört. Das sind sie wohl. Eine bemerkenswerte Spezies. Wenn wir sie nur festhalten könnten. Denken wir nicht mal darüber nach. Hier sind noch einige. Also, war immer so Pott-Triggere. Oh, der hat ihn flankiert. Oh, das war hart, der Willi. Ja, schießen wir ein bisschen runter. Okay, ich habe hier kein Sicht. Was soll denn das? Das Chaos sieht natürlich wieder nichts. Das ist natürlich ungut. Der Eddie, der ist zu nah dran. Das funktioniert so nicht. Ne, das funktioniert so nicht. Mit dir eventuell kille. Ah, genau. Du kannst eventuell hier hin. Jo. Okay. Und dann kann sich, genau, unser Templer kann sich einen Kill holen. Bis Fokus passt. So. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen weiter nach. Hier sind, glaube ich, ein paar drin und hier sind auch. Position marked. Moving there now. There's always a chance you don't come back. Ich mache hier mal Overwatch in die Richtung. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Eddie, du brauchst schon besserer Platz. Keine Ahnung, ob man da oben hingehen soll. Wahrscheinlich, aber das da wäre vielleicht nur besser. Das da, ne? Das wäre aber auch gut. Wir taschen uns mal ran mit dem Eddie. Okay. Na komm, was soll der Geiz? Sieh du Kuppen, Eddie. Nö. Aber ich glaube, ist Jasmin kann uns mehr helfen. Ich glaube, ist Jasmin kann uns helfen. Ja, zumindest haben wir ein paar getriggert. Okay. Risiko in. Ach Mist. Ah, es war Fehler. Ah. Es wäre eventuell sinnvoller gewesen, wenn ich das auf Denne gemacht hätte. Na egal. Mist. Die Macht der Ältesten zu
zu stehlen und sie gegen ihre eigenen Truppen zu wenden. Ist unverschämt. Jawohl, super. Oni. Das wollen wir sehen. Wow, 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 wow. Was machst du für dumm Zeug? Ey. Ey. Jeder noch so kleine Schlag. Oh, der ist schon ziemlich nah. Da müssen wir aufpassen. Oh. Deine Milch und der Trinker. Das wäre gar nicht gut. Oh, Spektralriss. Da müssen wir ab. Der explodiert. Und der Eddie müsste mal heilen. Ey, töten die jetzt nicht, sonst drehe ich ab. Ja, das könnte funktionieren, genau. Unser Akimbo geht mal hier hin. Der hat nämlich eine schöne Fähigkeit. Ne, hat er noch nicht. Die Krimmer erst noch. Schade. Das ist die Fähigkeit Trickshot. Cool, das passt. Super. Trickshot ignoriert Cover, aber das kriegt er erst noch. Aber das ist auch okay. So. Was man nicht machen dürfen, wir dürfen denn nicht triggern. Das ist ja ganz böse. Ich will den jetzt nicht triggern. Das wäre gar nicht gut. Oh, da oben steht noch einer. Rückzug, oder? Ja, Jasmin steht weit genug entfernt. Du stehst nicht, du stehst zu nah dran. Das ist nicht gut. Man könnte hier hingehen mit dem Eddie taktischer Rückzug machen. Das ist ja mal wahrscheinlich lieber. Ja. So, das müsste eigentlich funktionieren. Boah, ich hoffe, das Ding geht nicht kaputt. Das wäre nämlich total übel. Eddie, komm du mal zurück. Die macht Rückzug. Das funktioniert dann schon nicht. Also wir müssen den Spektralzombie killen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich hoffe, der macht kein. Genau das habe ich befürchtet. Oh mein Gott. Genau das. Das ist doch zum Mäusemelke. Also das da steht nach keinem guten Stern. Wieder Runde. Ja. Die Ältesten haben mich ist ja auch live. Okay, das ist kein Problem in Schmur, denke ich. Es ist unser beider Schicksal, ihnen zu dienen. Und ihre Vision in dieser Welt und darüber hinaus umzusetzen.
Ja. Werden Sie wieder ein Teil davon. Das ist der Hexer der Ältesten. Alle Berichte lassen... Jetzt schon? Fähigkeiten, fast so gefährlich wie die Ihren sind. Werden Sie Ihre eigenen Leute töten, im Wissen, dass Sie mich nun beschützen. Alter, schieß nicht auf mein Leut. Das ist natürlich der absolut worst case. Aber so wirklich. Sie haben sich übernommen. Die Visionen der Ältesten sprengen sogar die Ketten der Zeit. Ich habe jetzt keine Rival. Oh, das beendet Gedankenkontrolle, das wusste ich gar nicht. Der Tod dieser Untergebenen so. Wird nichts ändern. sind wir am Eddie wieder total falsch. Oben her. Da können wir eh nicht viel machen. Wir sammeln das Zeug mal auf. Geschafft? Oh ja. 12%. Ihn außerhalb von seiner Sichtweite. Tja, du kannst nirgends hin. Och nö, oder? Das ist der Dauer als erster Gegner ist der Worst Case. Und es ist echt gut, weil ich gelernt habe. Stasis beendet Gedankenkontrolle. So, könnt ihr bitte den dort töten? Die können ja nicht. Steht kurz bevor. So, jetzt gibt's aufs Maul. Wo bist du? Ach. Kann ich gar nicht. Das heißt noch nicht. Tja. Ich befürchte. Carsten, das musst du wieder machen. Weil der ist so lange geschützt, wie die Spektralarmee auf ist. So, und jetzt muss ich erstmal mit dem Cover weg. Das kann im Idealfall kann das Ronny machen. Oh ja, kann er. Scatter ist okay. Ich hoffe, dass das klappt. Ja, das müsste eigentlich ja, das da kommt hin. Ready the Panzerfaust! Oh ja. Das hat gut drin gehauen. So. Nicht genug. Der Hage ist jetzt natürlich, mir fange Feuer, das weh. Das ist gar nicht gut. Wieso siehst du denn nicht? Willst du mich veralbern? Wo hast denn du Teamwork? Bringt mir momentan nichts. Na, was, was? Du hast den Nebengeschoss. Bist du wahnsinnig? Ich habe mit nichts anderem als einem Versagen gerechnet. Das gibt's doch nicht, oder? Das gibt's doch wohl nicht. Ich glaube, mein Schwein pfeift.
mein Schwein pfeift, ey. Heading out. Genau so macht man das, genau so. So, und jetzt... Ja, warte mal, oh, warte mal, warte mal. Kann ich irgendwie hier raus ohne... Nee. Das ist kacke, ich komme hier nicht raus, der Ingang brennt. Ja, ich komme hier hin, aber... Das bringt mir nichts. Okay. Das muss jetzt Sinn. Weil... Von dem muss mich jetzt nicht länger nerven. Sie haben mich heute besiegt, Commander. Aber ich werde bei der Umsetzung der Vision der Ältesten nicht scheitern. Hervorragende Arbeit, Commander. Es war kein endgültiger Sieg, aber zumindest haben wir uns die Auserwählten einen weiteren Tag vom Hals gehalten. Wow. Ja, das ist jetzt ein Zulassproblem. Problem. Pistol Whip. Gucken wir mal, ob das klappt. Weil der dann eine Krim auf jeden Fall getötet. Oh, nur 3 Schade. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu optimistisch. Keep running, don't stop. Absolutely. Ja, zur Not können wir immer noch. Zur Not können wir immer noch Stasis machen. Me, I finish things. That's what I do. Take everything. Jawohl. I think he got gut gemacht, Commander. Wir haben die Auserwählten zu ihren Meistern zurückgeschickt und ein paar Narben haben sie auch davon getragen. Ist das nah genug? Bereit, ja klar. Wenn sie sich uns erneut stellen. Niki, nichts. Ronny, mutwillige Zerstörung. Ist immer gut. Oh, The Carsten. Man of the Match. Keine Zeit zu bluten. Erwählten der Ältesten sind extrem widerstandsfähig. Okay, dafür, dass es so komisch war, die Mission, haben wir diverse Beförderungen, das ist gut. Oh, Kampfintelligenz, das ist gut. So, mal gucken, Walk Fire, das ist sehr gut. Also, das ist ein genauer Schuss. Der hat ziemlich hohe Trefferwahrscheinlichkeit, macht aber nur die Hälfte vom Schaden. Close and Personal. Ja, Crit Chance. Ja, Walk Fire nehme ich da eigentlich. Also ich kenne bei weitem noch nicht alles, da kenne ich gar nichts davon. Niki, auf jeden Fall Trickshot. Das ignoriert nämlich The Cover, wo die Han. Das ist sehr gut. So, hier Parry, parieren, ohne Frage. Mussen. Bonnie, was haben wir dann hier? Your rockets are more accurate, das ist gut. Unterstützungsfeuer ist eigentlich auch nicht schlecht. Roused. Flamethrower Shot. Ah, dann ändere die ihre Position. Ne, dann machen wir auf jeden Fall das hier. Genauere Rakete sind immer gut. Jasmin. Wahnsinn. Ist auch inspirieren direkt. Ja, inspirieren. Super. Eddie. Tod von oben. Snapshot. Snapshot ist gut bei Scharfschütze. Da kann man nämlich noch normalerweise brauche Scharfschütze, jo, also die können nur schießen und sich nicht bewegen. Also wenn sie sich bewegen, können sie nämlich schießen. Mit Snapshot ist das anders, aber dort waren sie keine so hohe Reichweite mehr. Also beziehungsweise schon, aber kriegen halt starke Abzüge. Okay, und das war... Oh Gott. Geht das schon wieder los? Negative Eigenschaften: Comeback Kit und Hunter. Hunter of Max, das kennen wir doch schon. Okay, die Folge war da viel zu lang. Deshalb machen wir hier kleiner Cut. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin dann. Bye bye.